Mpumalanga, das ist Swazi für Ort, an dem die Sonne aufgeht. In der Provinz im Nordosten des Landes liegt nicht nur der berühmte Kruger Nationalpark. Sie gilt als die Kornkammer Südafrikas. Lukas Maseko bewirtschaftet hier seine Farm. Mit der Landreform 2002 wurde Lukas vom Farmarbeiter zum Landwirt mit eigenem Grund und Boden. Jeden Tag habe ich meinen Laster mit Kürbissen beladen und habe sie an der Hauptstraße verkauft, erzählt er. Vor 4 Jahren bekam Lukas dann neue Nachbarn und jede Menge Probleme. Ein seit Jahren stillgelegter Kohletagebau wurde wieder in Betrieb genommen. So will das aufstrebende Südafrika seinen steigenden Energiebedarf decken. Tägliche Sprengungen in unmittelbarer Nähe erschüttern seitdem den Boden. Mit dem Lärm wälzt sich eine dichte Staubwolke über Lukas Land und bedeckt alles, Menschen, Tiere und Pflanzen, mit einer dicken schwarzen Kohleschicht. Das Farmhaus ist längst unbewohnbar geworden. Die Druckwellen haben es instabil gemacht. Hier ist ein großer Riss, zeigt uns Lukas. Dabei sind die sichtbaren Schäden nicht das größte Problem. Beim Tagebau werden Blei, Nickel und andere giftige Schwermetalle ausgewaschen und gelangen ins Grundwasser. Es gibt kaum mehr Wasser, erzählt Lukas. Und das, was kommt, ist wirklich schmutzig. Das verunreinigte Wasser lasse seine Rinder verenden, ist Lukas überzeugt. In den letzten 4 Jahren hat der Farmer die Hälfte seiner Herde verloren. Terence McCarthy, Geologieprofessor an der Universität von Witwatersrand, sagt, das Wasser aus den Kohleminen sei ein einziger Giftcocktail. Er warnt, bald sei die Wasserversorgung von Millionen Südafrikanern gefährdet. Die Regionen, wo die meiste Kohle abgebaut wird, sind gleichzeitig die, wo ein Großteil unserer Lebensmittel herkommt. Dort wird es langsam eng, sagt er. Und in Mpumalanga wird die Kohle nicht nur abgebaut, sie wird auch verbrannt. 11 riesige Kohlekraftwerke verdunkeln den Himmel. Schadstoffe gelangen als saurer Regen zurück in die Erde. Wissenschaftler befürchten, dass sich die Schwermetalle aus der Kohleindustrie bald im gesamten Wasserkreislauf verbreiten könnten. Wir zerstören die Ökologie unseres gesamten Flusssystems. Es gibt keine andere Lösung, sagt McCarthy. Wir müssen mit dem Bergbau aufhören. Doch wenn die Regenbogennation etwas hat, dann sind es Kohlevorkommen. Und als aufstrebende Wirtschaftsmacht braucht Südafrika mehr Energie denn je. Nicht ohne Grund steht das Land auf der Liste der Produzenten von Treibhausgasen an 12. Stelle. Kohlekraftwerke produzieren 71% des Stroms in Südafrika. Trotz reichlich Wind und vieler Sonnenstunden liegt der Anteil der erneuerbaren Energien weit hinter den beim letzten Klimagipfel in Durban gemachten Versprechungen zurück. Zumindest was das verschmutzte Wasser angeht, gäbe es eine Lösung. Südafrika hat ein erstes Minenklärwerk, ein Pilotprojekt. Man kann jedes Wasser reinigen, sagt Manager Peter Günther. Es ist nie zu spät, es gibt immer noch eine Möglichkeit, es sauberer zu bekommen. Die Frage ist nur, wer dafür zahlt. Die Minenbetreiber zeigen wenig Initiative, hier zu investieren. Laut Afrikas größtem Stromkonzern Eskom braucht das Land sogar noch 40 neue Minen. Auch Lukas Maseko fragt sich, wer für seinen Schaden aufkommen wird. Einen Stromanschluss hat er nie gehabt, so wie 3,4 Millionen private Haushalte ohne Elektrizität.